Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die OG mit Herzbox von Herzog. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. OG mit Herz von Herzog. Das Ganze am Freitag, den 22. März erschienen. Wir haben hier die Jointbox vor uns liegen. Gestern habe ich euch ja bereits dieses gute Stück hier vorgestellt. Das ist die Growbox und heute ist es an der Zeit für die Jointbox. Ja, Herzog hat es sich nicht nehmen lassen, für sein Album gleich zwei Box-Varianten rauszubringen. Und das ist die besprochene Jointbox. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, rein wenn man das jetzt mal hier in Originalgröße vor sich liegen hat, wow. Diese Box ist krass. Also rein so vom Format, von der Größe, von den Dimensionen. Sowas habe ich echt überhaupt noch nie gesehen. Gab es auch exklusiv auf Distributions, nicht über Amazon oder über reguläre Händler, wirklich nur über Distributions. Und das Teil ist einfach so groß, dass es hier nur schwer irgendwie abzufilmen ist. Ihr seht, es passt gar nicht ganz ins Bild. So lang ist das Ding. Zum Vergleich, wenn wir mal kurz die OG mit Herzbox, das ist ja so vom Boxformat relativ Standardgröße gewesen. Ja, also das ist dann doch etwas mehr. Also wirklich Deluxe Box sein Vater. Nicht nur die Größe, sondern auch das Design ist sehr außergewöhnlich, denn wir haben hier eine von der Größe her Schultüte. Ich muss ehrlich sagen, bei meiner Einschulung in der Volksschule damals, das ist schon ein paar Jährchen her, aber von der Größe her kann diese Box auf jeden Fall mithalten. Ich glaube, meine Schultüte war etwas kleiner. Von vorne haben wir hier jede Menge Inhalt, denn diese Jointbox soll natürlich auch einen Joint darstellen, der hier vorne gestopft ist mit jede Menge grünem Zeug. Dann haben wir hier am Ende einen weißen Abschnitt. Das dürfte dann hier der Filter, das Blättchen sein. Herzog lesen wir hier. Der übliche Schriftzug und ansonsten ist das Ganze wirklich rundum in diesem Design. Ja, und jetzt gilt es nur noch zu klären, wo das Ganze aufgeht. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwie öffnen können. Nein. Okay, dann schauen wir mal. Aber hier, keine Ahnung. Hui, also wenn ich das jetzt wirklich hier aufreißen muss. Ja, aber hier vorne. Ja, oh ja, ich werde es natürlich nicht aufreißen. Hier vorne ist es zu öffnen. Ja. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier an Inhalt rausholen können aus dieser Box. Das ist ein Feuerzeug. Was haben wir hier noch? Einen Grinder. Okay, das kann ich jetzt noch gar nicht genau sagen, was das ist. Schauen wir uns da noch an. Ein kleines Tablett. Das ist auch ein weiterer Inhalt. Allerdings, das möchte ich euch nicht vorenthalten, ist das echt krass gelöst, denn wir sehen, wir haben hier so eine Zwischenebene und zwar haben wir hier so eine kleine Trennwand eingezogen und diese beinhaltet das Album OG mit Herz. Einmal das Album, aber nicht nur das Album, sondern auch noch eine Bonus-EP, die Bomben-Produkt-EP. Und noch einen dritten Tonträger, und zwar die Aufmasse EP von Taylor. Dann haben wir hier noch dieses kleine Röhrchen hier. Und ich glaube, schauen wir mal, wenn wir jetzt mal kurz diesen Zwischenboden, diese Trennwand hier entfernen. Ja, also ich glaube, der Rest ist echt Füllmaterial, bedeutet, wir haben den Boxinhalt jetzt somit entleert.
Dann packen wir diese wunderbare Schultüte mal zur Seite. So. Ja, das ist echt eine Menge Inhalt. Wie auch schon die Growbox, wird diese Box jetzt nicht unbedingt einen Umweltpreis gewinnen, da hier echt Unmengen an Plastik sind. Aber wir werden natürlich alles mal öffnen. Wir haben hier 3 CDs mit dabei. So, EP Nummer 1. EP Nummer 2. Und natürlich das Album an sich. So, Messer zur Seite. Dann haben wir hier den Grinder. Dann dieses Ding hier, wo ich immer noch nicht ganz sicher bin, was das hier sein soll. Dazu kommen wir gleich noch. So, dann machen wir auch mal die Alben hier komplett auf. Also, beziehungsweise das Album. Dann Bombenprodukt EP. Und natürlich die Aufmasse EP. So, und weil wir gerade so wenig Plastik abgemacht haben, haben wir natürlich auch noch hier auf diesem Tablett. Das ist meiner Meinung nach dafür, dass das hier nicht an der Oberfläche irgendwie Schrammen oder Kratzer bekommt. So. Ja. Gut, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. OG mit Herz. Wir haben hier ein Standard Jewel Case. Hier an der Seite der Balken schwarz. Hier lesen wir Herzog präsentiert. OG mit Herz. Herzog darunter. Und wir haben hier wieder diese Growbox, die hier mit dem Reißverschluss geöffnet wurde, wo wir hier einen Blick in die Growbox werfen können. Näheres dann noch, wenn wir das Ganze öffnen. OG mit Herz lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 14 Tracks an der Zahl, allesamt Solo-Tracks, kein einziges Feature mit dabei. Dafür haben wir dann die EPs, Credits und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir noch einmal einen kurzen Blick auf dieses wunderbare Cover. Denn wie auch bei der Growbox natürlich, ist dasselbe Album drinnen mit demselben Cover. Bedeutet, wir haben hier dieses Wackelbild und wir sehen schon, je nach Betrachtungswinkel ändert sich die Szenerie. Wir haben hier drinnen die Pflanzen, die sich hier unterschiedlich anordnen. Wir haben hier den Schriftzug, der mitwackelt und natürlich oben auch hier diese Schläuche und Beleuchtung. Das heißt, die Lampen und die Schläuche wandern ja auch mit. Finde ich sehr schön gemacht, also echt ein riesengroßer Respekt für dieses Cover. Gab es bis jetzt, glaube ich, nur bei Kollega. Bei der Legacy Edition, also bei der Legacy CD, gab es auch so ein Cover. Gefällt mir richtig gut. Von hinten mit Herzog beschriftet. Dann kommen wir zum Booklet. Also, falls euch das Wackelbild irgendwie zu viel sein sollte, könnt ihr natürlich auch dieses Booklet vorne reinschieben. Das ist dann harmloser. Wir haben dann hier die Tracklist nochmal aufgeschlüsselt. Also, die Tracks hier einzeln angeführt. Inklusive der Infos, also inklusive der Lieblingszeile von Herzog. Wir haben hier dann Zeilen herausgepickt, die irgendwie symptomatisch oder die hier bezeichnend für den Track sind. Also jeder Track hier mit einer Highlightline dabei. So sieht das aus. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch eine umfangreiche Danksagung. Inklusive aufgedruckter Unterschrift von Herzog. Das machen wir alles mal wieder in die Hülle rein. Also, das Wackelcover inklusive des Booklets wandert wieder zurück. Die CD sieht dann so aus. Wir haben hier eine Pflanze. Und zwar ist das wirklich die Pflanze von Herzog bzw. von seiner eigenen kreierten Sorte. Eine sogenannte Herz OG. OG mit Herz lesen wir auch hier wieder. Herzog präsentiert. So, so sieht das Ganze aus, gelber Hintergrund.
Aber damit nicht genug. Wir haben auf der Hintergrundseite, also auf der Rückseite, noch eine zweite CD. Und zwar sind das hier dann die Instrumentals zum Album. Jawohl. Die sind meiner Meinung nach auch, oder meines Wissens wirklich nur in dieser Jointbox, in der Growbox waren die Instrumentals nicht mit dabei. Und hier lesen wir dann noch alle Texte von Herzog und alle Beats von 86 Kilohertz. Ja, also wer Herzog kennt, der weiß natürlich, dass 86 Kilohertz da auf jedem Album den Löwenanteil macht, wenn nicht sogar alles. Und das ist ja sein kleiner Bruder. Ich feiere die Beats von 86 Kilohertz extrem. Dann haben wir natürlich eine Bomben-Produkt-EP mit dabei. Die gab es ja auch schon in der Growbox. Zu dieser EP, ja, was gibt es da zu sagen? Wie der Name schon vermuten lässt, haben wir hier das Camp versammelt. Und zwar alle Künstler, die bei Bomben-Produkt am Start sind. Also natürlich Herzog, aber auch Taylor, PTK und Sadie Chant, die hier auf 5 Tracks sich die Ehre geben. Auch diese EP mit Instrumentals gefällt mir auch richtig gut, dass man hier bei der EP noch die Instrumentals mit angeführt hat. Eines Tages wird schon nice, mein absoluter Lieblingstrack der EP. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Sieht dann so aus. Hier lesen wir dann noch was zu Bombenprodukt. Also hier so ein kleiner Abriss, wie es dazu kam, was so die einzelnen Schritte waren hier, was ist um die Jahre so passiert. Die Tags der vier Herren und die CD sieht dann so aus, auch hier wieder in dieser Tag-Optik, Bombenprodukt EP. Und dahinter kommen die Herrschaften dann zum Vorschein. Links Sadie Chant, daneben Taylor, Herzog und rechts PTK. Auf jeden Fall eines der stabilsten Camps, die es im deutschen Rap so gibt, meiner Meinung nach. Und damit nicht genug, wir haben noch eine weitere EP, und zwar die Aufmasse-EP von Taylor. Die gab es wirklich exklusiv in dieser Jointbox. In der Growbox war die nicht dabei und es ist auch wirklich die einzige Möglichkeit, diese EP in physischer Form zu bekommen. Die gab es wirklich exklusiv in der Jointbox. Hier haben wir den guten Mann Taylor in einem LKW sitzend und hier haben wir jede Menge Pakete mit Stempel von Taylor. Ja, und was da drin ist, kann sich, glaube ich, jeder denken. So sieht das aus von der Seite. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 8 Tracks für eine EP, echt stark. Wir haben hier 3 Features mit dabei, und zwar Driver und Swear und natürlich Louvre 47. Und diverse Tracks wurden ja auch schon als Video ausgekoppelt, unter anderem Knight Rider, Kriminelle Energie und Medusa. Also ich glaube, diese 3 Tracks gab es bis jetzt als Video. Dann haben wir hier noch so die diversen Infos zum Album und hier auch noch einen QR-Code. Jawohl, dann schauen wir mal hinein. Und wir haben hier auch so ein Mini-Booklet in der EP, sieht man auch nicht alle Tage. Was haben wir hier? Hier sehen wir Taylor, wie er wohl gerade Pakete an die Kundschaft liefert. Hier schön mit so einer Rodel, mit so einer Sackkarre werden die hier befördert. Und dann haben wir hier noch die Infos zu der EP, also wer hat das Ganze produziert, gemixt, gemastert, Foto, Artwork etc. und Social Media von Taylor. Auf der Rückseite sehen wir dann hier ein Metalltor, so ein Gittertor mit Bombenprodukt-Schild. Also eventuell so die Lagerhalle oder die Lagerräume von Taylor dahinter versteckt. So sieht dann die CD aus, auch hier wieder das Taylor-Logo, dieser Stempel in Schwarz und Rot. Und dann sehen wir hier auch wieder einen Karton, der am Dampfen ist. Jawohl. So, genug mit den Tonträgern, jetzt kommen wir zu den weiteren Inhalten. Wir haben hier einmal ein Feuerzeug, das in Weiß gehalten ist. So sieht das aus. High as fuck lesen wir hier, Herzog mit Rohr. Also für die, die es nicht wissen, Herzog, ein begeisterter Kiffer, und er hat ja mit Rohr, das ist ein deutscher Glaspfeifenhersteller, vor einigen Jahren eine Kollaboration gestartet, wo es unter anderem Bongs zu kaufen gibt aus dieser Kollektion, aber scheinbar auch kleinere Artikel wie zum Beispiel dieses Feuerzeug oder auch Mische, Schalen, Filter, was auch immer. So sieht das aus.
ist funktionstüchtig, sehr schön. Dann haben wir eine Packung mit, Blättchen und Filtertipps. Das Ganze ist hier mit, das fällt mir schon aus der Hand, mit Magnetverschluss verschlossen. Hier seht ihr die Magneten. Herzog OG mit Herz lesen wir auch hier drinnen. Herzog Bomben Produkt. Jawohl, das Produkt ist immer Bombe. Und dann haben wir hier noch diesen Hund, der ziemlich bedient aussieht am Konsumieren. Und hier wieder Herzog Schriftzug. Also das Ganze echt sehr hochwertig verarbeitet. Dann diesen Artikel hier, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht auf den ersten Blick, was das sein soll. Wir haben hier so eine kleine Plastiktüte und hier oben ein grünes Käppchen. Okay, also ich gehe mal stark davon aus, dass man da hier entsprechend Gras oder was man bevorzugt reinmachen kann und das dann mit sich führen. Also es ist echt so eine kleine Aufbewahrungsschachtel, so ein kleines Etui, um hier etwas zu bunkern. Das Ganze ist vom Design her wie schon die Box gehalten, also auch in diesem Joint Design und hier am Filter mit Herzog Schriftzug gebrandet. Dann haben wir diesen Artikel und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung, was das sein soll. Wir haben hier das Ganze in so einer Silikon-Kunststoff-Verarbeitung oben mit OG beschriftet. Ja, das schaut mir auch aus wie so ein ganz kleines Döschen, wo man irgendwelche Sachen reinmachen kann. Habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Wenn ihr genau wisst, was das ist oder was der Zweck dahinter ist, könnt ihr mir das natürlich gerne mitteilen. Damit nicht genug, wir haben noch einen Grinder mit dabei, einen Holzgrinder, auch dieser hier mit Schriftzug gebrandet, unten blank. Und so sieht das dann von innen aus. Wir haben hier dann diese Metallstiftchen oben und natürlich auch unten. Bedeutet, hier könnt ihr dann, was auch immer euch beliebt, reinpacken, das Ganze zumachen und dann entsprechend grinden. Und dann habt ihr hier schön geriebenes Pulver drinnen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dieses gute Stück hier. Das ist so eine Mischeschale, also so ein kleines Tablett aus Metall. Auch hier lesen wir wieder Herzog mit Rohr. Bedeutet auch dieses hier wieder aus dieser Kollaboration. Von hinten sieht das Ganze so aus, also so ein Goldgelb, Hochglanzoptik, schön gemacht. Und in der Mitte natürlich wieder die Herzog-Fresse und auch hier wieder schwer am Sand, der gute Mann. Ja, das war's soweit. So, sorry für die kurze Unterbrechung, den kleinen Schnitt. Ich wollte euch jetzt eigentlich nochmal den ganzen Boxinhalt zeigen, zusammenfassen und mich dann wie gewohnt von euch verabschieden. Aber ich bin jetzt dann im Nachhinein nochmal kurz über die Box drüber gegangen und habe mir die nochmal genauer angesehen, denn ihr erinnert euch, ich habe zum Abschluss da nochmal kurz reingesehen und hier gab es dann dieses Füllmaterial. Ich bin jetzt ursprünglich davon ausgegangen, dass die ganze restliche Box mit diesem Füllmaterial hier ausgekleidet ist und es hier nichts weiter zu sehen gibt. Allerdings ging das hier dann, das war ja unter diesem Trennboden, unter dieser Trennwand, ging das dann raus und dann sind noch weitere Boxinhalte zum Vorschein gekommen, die ich, um ehrlich zu sein, gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Denn wir haben, ich mache die Box mal kurz zur Seite, neben den eben gezeigten Inhalten hier dann auch noch eine Fahne, ein Tuch und ein Zertifikat. Ja, das heißt, ungewohnte Situation, aber wir machen noch mal kurz weiter. Und zwar haben wir jetzt dieses Multifunktionstuch. Also auch hier wieder Folie und Folie mit dabei. Einmal das Tuch und einmal die Fahne. So, wir haben das Multifunktionstuch. Ist für mich eine absolute Premiere. Nicht nur die Box an sich, die natürlich ein Riesen-Highlight ist.
Nein, auch, dass ich im Nachhinein dann bemerke, dass ich die Box irgendwie nur zu zwei Drittel vorgestellt habe. Wir haben hier ein Tuch, es ist kein Bandana, es ist mehr so ein schlauchförmiges Tuch. Und dieses ist komplett hier in dieser Weed-Optik gehalten. Und wir haben dann hier unten am Ende einen roten Schriftzug, Herzog lesen wir hier, auf beiden Seiten. Das kann man dann je nach Belieben einsetzen, wirklich so als Schlauchtuch verwenden, also über den Kopf stülpen und dann als Halstuch verwenden oder irgendwie so ins Gesicht binden, wie auch immer man möchte. Jetzt schaue ich noch kurz, ob wir hier irgendwie eine Info haben, was das ist, aber nein, zettel ist hier keiner dabei, der uns erklärt, was das für ein Material ist. Gut, dann legen wir das derweil mal zur Seite. Dann haben wir noch dabei eine Fahne. Die dürfte recht groß sein, jawohl. Und zwar ist das, jetzt muss ich nur noch richtig rum auflegen. So, jetzt habe ich es. Und zwar ist das eine schwarz-weiße Bombenproduktfahne. Also den Schriftzug, den wir schon von der EP kennen, den klassischen Bombenprodukt-Tag, den haben wir dann hier auch nochmal in XXL auf dieser Fahne. Und wir haben auch noch an den Ecken hier jeweils so goldene Ringe, solche Ösen vernäht, damit man das Ganze dann wirklich mit einem Seil, mit einer Schnur entsprechend aufhängen kann. Und diese Ösen sind hier an allen vier Ecken. Also wie es euch am liebsten ist, könnt ihr die dann natürlich aufhängen. Die ist echt riesengroß. Und einen dritten Inhalt haben wir dann auch noch dabei. Und zwar ist das dieses Zertifikat hier. Dieses Zertifikat belegt den Besitz der OG mit Herz Joint Box Edition mit der Seriennummer 765. Mit diesem Zertifikat garantieren wir die Limitierung des Produkts. Berlin, den 22. Februar 2019 und hier dann noch Herzog Unterschrift. Das Produkt ist immer Bombe. Ja, das ist korrekt. Also, das kann ich nur bestätigen. Dieses Zertifikat ist im Querformat. Gut, aber jetzt fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Zertifikat, dann die Fahne mit Bombenproduktaufdruck, das Multifunktionstuch, der Holzgrinder, diese Mischeschale hier, dieses kleine Tablett, das kleine Silikonstückchen hier, dieser kleine Bunker, das Feuerzeug, dieses kleine Ding hier, dieser kleine Joint-Bunker, sowie natürlich auch dieses Mäppchen hier, dieses kleine Etui mit Filtertipps und Papes. Darüber hinaus haben wir natürlich auch noch die Tonträger. Und zwar haben wir hier einmal die Bombenprodukt-EP mit 5 Tracks, die Off-Masse-EP mit 8 Tracks, sowie natürlich auch noch das Album OG mit Herz mit 14 Tracks. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, kommen wir da auf insgesamt 5 plus 8 sind 13, auf 27 Tracks plus Instrumentals, also jede Menge Inhalt. Und was mich besonders freut, ist, dass man hier die beiden EPs auch noch schön hier in Standard-Schulcases gepackt hat und nicht in so Pappdinger, in so Digisleeves. Die kann man echt wunderbar ins Regal stellen. Jawohl. So, das alles in dieser wunderbaren Joint-Tüte, in dieser OG mit Herz Joint-Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Herzog unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.